Hallo Leute, willkommen beim Planet Zoo Spazierzoo. Dies ist Teil 4 und in diesem Teil baue ich das zweite Schildkrötengehege. Diesmal kommen die Galapagos-Schildkröten dran. Und im Prinzip sind die Grundbedürfnisse recht ähnlich im Vergleich zu den Aldabra-Schildkröten, aber da die in einer ganz anderen Gegend der Welt leben, brauchen die auch andere Pflanzen in ihrem Gehege. Und darum wird es am Schluss schon anders aussehen. Ja, und hier mache ich natürlich den obligatorischen kleinen Teich hin. Ganz klar. Hier mache ich jetzt so ein bisschen gebogen, damit es einfach überall ein bisschen unterschiedlich aussieht. Und hier packe ich ein paar Pflanzen hin. Felsen meine ich. Die Pflanzen kommen noch. Ja, und damit die Besucher einfach ein bisschen was zu gucken haben in puncto Landschaft und so. So ein bisschen drumrum drapiert. Ich nehme diese rötlichen Felsen, weil die einfach zu der Erde in dieser Savannengegend passen. Ich nehme mal an, diese europäische Savannengegend, das ist dann vielleicht sowas wie Südspanien oder vielleicht Südfrankreich oder so. Aber ansonsten passt der Zoo eigentlich mehr zu gemäßigten Gefilden. Ich weiß gar nicht mehr so genau, warum ich unbedingt eine europäische Savanne haben wollte für diesen Zoo. Vielleicht, weil es nicht so oft regnet beim Bauen oder so. Allerdings ist das hier Sandbox-Modus, da kann ich den Regen sowieso ausschalten. Na, ich wollte vielleicht einfach mal was anderes machen, nicht gemäßigt europäisch, weil gemäßigt europäisch hat man ja irgendwie oft, also ich zumindest. Und hier versuche ich mich am Brunnenbau. Ja, gibt es ja eine ganze Menge Teile, aus denen man so Brunnen zusammensetzen kann. Teile, die auch schon mit Wasser gefüllt sind, wie man hier sieht. Und jetzt mache ich einen etwas kleineren Ansatz. So. Ich finde das schon ganz cool, diese ganzen mit Wasser gefüllten Sachen, wo sich das Wasser auch so leicht drin bewegt und so. So. Also da haben sie sich schon was bei gedacht, bei den Objekten, die sie uns so zum Bauen und Spielen zur Verfügung stellen. Aber wenn man dann da baut, dann denkt man doch recht schnell, waren das jetzt schon alle Teile? Gibt es da nicht noch mehr? Und jetzt wollte ich hier diesen kleinen Springbrunnen umplatzieren und ich hatte ihn so gut versenkt, dass ich nicht mehr dran gekommen bin. Ich probiere es also einfach nochmal. Huch, da ist so ein grüner Fleck. Es ist also gar nicht so einfach. So, aber immerhin habe ich jetzt hier einen schönen Anfasser und konnte ihn dadurch mittig platzieren. Ja, und leider sind diese Effekte, die für unterhalb der Fontänen gedacht sind, alle ein bisschen zu groß. Darum konnte ich das da oben nicht platzieren. Und hier in dem mittleren war es mir dann letztlich auch zu groß. So, hier checke ich mal die Biome. So. Und dann gucke ich mal, was ich hier so für Möglichkeiten habe. Diese Pflanze hier liebe ich ja heiß und innig. Die finde ich richtig toll. Aber die kann man höchstens neben dem Brunnen stellen. Für, ja, da, wo diese leere Fläche ist, da sind die zu groß. Aber dieses Gebüsch hier, das passt gut.
Es ist wie dafür geschaffen. So, jetzt habe ich also meinen ersten Zierbrunnen gestaltet. Und hier kommen diese super coolen Seerosen-ähnlichen Pflanzen hin. So. Da haben die Besucher doch auch gleich was Exotisches zu gucken. Und Kohlpalmen, die finde ich sehr praktisch. Die hat man immer gleich in der ganzen Gruppe. So, das sieht doch richtig schnieke aus, finde ich. Diese gelben Bäume gefallen mir auch gut. So. Und jetzt wird hier natürlich das Übliche eingerichtet. Und wie immer mit mehreren Wasserstellen und mehreren Futternäpfen, damit sie auf dem Weg zum Wasser nicht verdursten. So. Und jetzt kommen hier nochmal Felsen hin. Ich will das so optisch wirken lassen, als würde diese Wasserquelle aus den Felsen entspringen, sozusagen. So, darum umgebe ich die so ein bisschen von Felsen, mit Felsen. So. Dann ist das hier so ein bisschen eingebettet. So, und jetzt kommen da wieder Pflanzen hin, damit das Ganze nicht so kahl aussieht. So. Jetzt sieht das doch gleich schon viel schöner aus. Und jetzt kommen hier die Schildkröten rein. Und dann kann ich sehen, ob ich noch mehr Pflanzen reinsetzen kann. So, da kommen sie schon. Ein bisschen Sand wollen sie haben. Gut, das lässt sich machen. So. Und wir können noch mehr Pflanzen reinsetzen. Wunderbar. Dann kann man das Ganze noch deutlich schöner ausdekorieren. Dieses Fensterblatt finde ich auch ganz schön. Vor allem das größte davon. Aber so in Kombination gehen auch diese kleinen ganz gut. Das ist ja auch eine beliebte Zimmerpflanze, dieses Fensterblatt. So. Ja, so langsam kommen wir auch in den Grenzbereich der Pflanzen. Hier noch Kohlpalmen. Bisschen niedriger. Kann man noch eine dahinter stellen. So. Dann können sich die Tiere auch so ein bisschen hinter den Pflanzen und den Felsen verkriechen, wenn ihnen die Besucherscharen zu viele werden. Da kommen ja schon ganz gut Besucher dafür, dass da eigentlich bisher erst recht wenig Tiere in dem Zoo sind. Und auch jetzt nicht die super spektakulären Tiere. Aber ja, die Besucher scheinen sich hier ganz wohl zu fühlen. Gut, jetzt gucke ich hier das Ganze nochmal durch. Okay. Bisschen gestresst. Ab in die Hütte. Ja, und im Wesentlichen war es das dann auch schon. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.